Vielleicht haben Sie in den letzten Wochen auch in der Zeitung die Geschichte von dem kleinen Jungen gelesen, der von zu Hause ausgebüxt ist. Man hat ihn zum Glück recht schnell wieder gefunden und gefragt, wohin er denn eigentlich wollte. Und er hat gesagt, dass er endlich wieder in die Schule gehen wollte. So ein Motiv fürs von zu Hause weglaufen hätte man sich vor Corona-Zeiten ja kaum denken können. Aber es macht doch deutlich, wie wichtig in den letzten Wochen und Monaten Schule für Kinder, aber auch für die Erwachsenen geworden ist. Schule als Ort des Lernens, aber auch der Gemeinschaft, der Begegnung und der Erziehung. In den letzten Wochen war die Situation für viele Schülerinnen und Schüler, Eltern und auch Lehrkräfte sehr belastend. Aber es gab auch viele ganz wunderbare Erfahrungen. Ich war sehr beeindruckt, mit wie viel Engagement und Kreativität Lehrkräfte versucht haben, mit ihren Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu bleiben, weit über die Stoffvermittlung hinaus. Es gab Unterricht als Videokonferenzen, selbstgedrehte Erklärvideos, Motivationsbriefe mit Bewegungsideen für die Lernpausen zu Hause, religiöse Angebote und Impulse für Schülerinnen, Schüler und Eltern. Und doch ist Schule als realer Ort nicht zu ersetzen. Hier auf dem Gelände des kirchlichen Zentrums haben wir im September die Erzbischöfliche Franziskus-Grundschule neu gegründet. Zwei erste Klassen sind voll Begeisterung und Motivation in ihr Schulleben gestartet im September und mussten Mitte März ins Homeschooling geschickt werden. Am allerersten Tag, als sie wieder in ihre Schule zurück durften, ist einer der Erstklässler voll Freude und Begeisterung auf seine Lehrerin zugelaufen und hat gerufen: Haben wir jetzt wieder richtig Schule, so mit Religion? Der Religionsunterricht war dem Kleinen ganz besonders wichtig. Kinder stellen ganz selbstverständlich die großen Fragen des Lebens. Sie haben oft ein viel ausgeprägteres Gespür als wir Erwachsenen dafür, was wirklich wichtig ist. Und sie stellen die großen Fragen, gerade auch in Krisenzeiten, aber auch grundsätzlich sehr selbstverständlich. Und es ist besonders schön, wenn sie unseren Glauben, die Geschichten von Jesus, Gebete, Rituale, Sakramente als hilfreich, sie begleitend und tröstend entdecken. Ich hoffe, dass wir alle aus dieser Krisenzeit auch gute Erfahrungen mitnehmen und dass wir uns von der Hoffnung und dem offenen Blick auf das Leben, die wir auch jetzt bei den Kindern und Jugendlichen erleben, inspirieren lassen.